ich bin heute bei der Tanzsportgarde Waden zu Gast für einen Dreh für ein Gardesports-Online-Programm. Und ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja. Und ja, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor. Wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Was macht ihr so bei der Tanzsportgarde? Lisa startet. Ja, gerne. Also ich bin Lisa und 24 Jahre alt und ja, ich tanze seit dem 2. Habe aber vor 3 Jahren aufgehört solo und jetzt noch als Tanztänzerin in Baden. Ich bin Sarah, ich bin 16, ich tanze seit 10 Jahren und seit 6 Jahren solo. Ja, mein Name ist Samira, ich bin schon 28 Jahre alt und tanze seit insgesamt 21 Jahren. Habe auch vor 3 Jahren aufgehört, als Solist zu tanzen und tanze bei uns noch in der Tanzsportgarde mit, die ich aber auch im Trainerteam trainiere und bin zusätzlich auch noch mit Wiebke zusammen Solistentrainer. Und ja, wenn ich dann noch nebenbei Zeit habe, bin ich auch noch Lehrerin. Ja, mein Name ist Lena, ich bin 19, tanze seitdem ich 5 bin und habe auch bis vor 2 Jahren noch solo getanzt. Ja, und jetzt tanze ich hier in der Übungszentrale. Ich bin Wiebke, ich bin 22 Jahre alt, tanze seit 15 Jahren. Ja, habe schon immer Garde und Mariechen getanzt und trainiere bei Samira, also Samira ist meine Trainerin. Zusammen sind wir Solistentrainer noch von 6 Kids und Sarah. Und wir trainieren noch mit 2 anderen Trainerinnen zusammen, die wir nutzen gerade. Ja. Okay, auch viel los hier bei euch. ja, wisst ihr denn noch, wie ihr zum Tanzen gekommen seid? Vielleicht du als Jüngste weißt es vielleicht noch am ehesten. Ja, also ich war auf einer Kindersitzung in meinem Dorf und dann musste ich meine Mutter dann zu überreden. Okay. Ja. Und dann hat sie irgendwann getanzt. Bei euch anders? Bei mir war es auch eigentlich durchs Dorf. Da war es gar nicht gegeben, dass man immer bei jeder Karnevalssitzung dabei war. Und ja, man kannte viele Leute da. Ich war sehr klein, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Aber ja, war schon immer ein großer Fan von der großen Bühne und von den Garten und von den Mariechen. Und da irgendwann hat es mich dann noch abgezogen. Also auf die Tanzbühne. Ja, also ich habe tatsächlich verhältnismäßig spät angefangen, erst mit 7. Ich bin nämlich mit 6 vorher schon mal ein Jahr bei uns im Ort mit meiner Nachbarin ins Training gegangen und ich war tatsächlich mal schüchtern und hab mich nicht getraut, beim Training mitzumachen und bin dann ein Jahr später tatsächlich schon in den KWV gekommen. Da gab es aber noch keine Tanzsportgarde und habe dann als kleines Kind im KWV ja, getanzt, wo wir heute wieder aktiv sind. Ja, bei mir war das eigentlich durch eher so einen Freundeskreis bei uns im Dörfchen, sag ich mal. Und halt zum Beispiel Wiebkes Vater ist hier in Baden der Präsident von dem Karnevalsverein. Ja, ich habe auch genau hier in Baden angefangen und jetzt stehe ich wieder hier. Also eigentlich bin ich eher durch Wiebke hier reingekommen. Bei mir war es ganz lustig, weil Samiras Papa sollte damals, also vor 15 Jahren, sollte der aktives Mitglied im Karnevalsverein werden und dann hat er auf dem Bierdeckel geschrieben, dass er nur aktives Mitglied wird, wenn ich anfange zu tanzen. Und ja, durch ihn habe ich dann angefangen zu tanzen und er ist aktives Mitglied geworden. Und da bin ich einfach dabei geblieben. Ein Vertrag sozusagen. Genau. Ist ja der Vertrag. Ja, auf dem Bierdeckel. Auf dem Bierdeckel, ja, das ist gilt. Muss man, das ja. Gilt. So im Dorf. Kennt das. Ja, cool. Sehr schön. Samira, du hast ja dann von Baden den Weg nach Neuenkirchen gefunden. Ja, also ich bin von Alsdorf nach Neuenkirchen gegangen. Ja. Baden gibt es ja. Ja, genau. Genau, ich bin von Alsdorf nach Neuenkirchen gegangen. Ja, genau. Und hast da auch viele Jahre ziemlich erfolgreich mitgetanzt mit der Garde und auch Solo. Hast du aus der Zeit etwas mitgenommen jetzt für deine eigene Garde? Ja, also wirklich sehr viel. Angefangen mit der Trainingsstruktur und dem Teamgeist. Also ich als Person hatte schon immer im Blick, dass das Team über allem stehen sollte. Aber in Neuenkirchen habe ich gelernt, wie das Ganze ausgelebt wird.
wie wirklich das Team an erster Stelle steht. Und das versuchen wir zumindest hier bei uns jetzt auch anzuwenden, dass wir einfach nur gut sein können, wenn wir zusammen, wenn wir zusammenhalten. Wir machen das Beste draus. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt uns ja noch nicht so lange. Und was ich auch noch in Neunkirchen gelernt habe, ist, dass man ganz strukturiert mit Armpositionen und Raumrichtungen arbeitet. Und ja, damit nerv ich unsere Tänzer hin und wieder. Danke an Neunkirchen. Genau. Ja, die saßen auch schon mit mir so irgendwie so runter zusammen. Ja, cool. Und du hast ja dann 2019 deine Karriere da beendet und bist dann auch hierher gekommen. Ne? So, genau, wir haben dann 2020, als die Corona-Pandemie angefangen hat, sind wir auf die Idee gekommen, eine Garde zu gründen. Ja. Wie sahen da so die ersten 2 Jahre jetzt aus? Wahrscheinlich ein Online-Training auch? Oder? Also es war ein Wechsel aus, juhu, wir können auf die Bühne und Mist, wir müssen wieder Online-Training machen. Nee, wir haben aber keine Lust auf Online-Training. Okay, dann gehen wir halt laufen und juhu, wir dürfen wieder in die Halle. Also wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Und wir hatten wirklich eine gute Zeit und was uns aber noch fehlt, ist einfach eine komplette Turniersaison. Und die wünschen wir uns sehr. Mhm. Ihr standet jetzt alle einmal auf der Bühne mit der Gabe. Ja. 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 Das war bislang auch der schönste Tag in 2022. Ja, ja, da werden ja noch mehr Auftritte kommen, gehe ich jetzt stark von aus. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Wir drücken die Daumen. Wie ist es denn für euch so, in einer ja, quasi ganz neu gegründeten Garde zu tanzen oder die auch zu trainieren und von Grund auf so aufzubauen und dabei zu sein? Ja, erzähl dir doch erstmal, wie es ist, bei uns zu tanzen. Voll geil. Ja, also man ist schon stolz, ein Teil davon zu sein oder sein zu dürfen, mit dem Team auch schon einmal auf der Bühne zu stehen. Macht einen schon sehr stolz und halt auch dadurch, dass wir jetzt 3 Jahre schon dabei sind, die Zeit gut zwar, aber man ist halt trotzdem das Jahr dabei, dass man aber auch die neuen Leute mit anleiten kann, helfen kann und Teil einfach davon sein kann und ja, das ist sehr klassisch. Ja. Genau. Ja, und was ich halt noch total cool finde, dass ich quasi hier angefangen habe in Baden und wahrscheinlich auch hier hoffentlich dann irgendwann mal aufhören werde, dass es auch hier ist. Ja, ich glaube, man hat so seine Garde gefunden oder seinen Verein. Ja. So eine Familie. Ja, genau. Ja, halt auch die Freundschaften, die man schließt. Ne? Ja, es war halt am Anfang super spannend, so das aufzubauen. So, wir waren ja 4 Trainerinnen dann und wir haben halt auch nur zusammen eine Garde trainiert und eine Gruppe trainiert. Und es war halt echt so, wir wussten halt gar nicht, wie wird das jetzt, wie viele kommen. Und dann ja, waren wir super froh, als dann doch so viele Interesse gezeigt haben. Und ja, ich möchte mir jetzt gar keinen mehr aus der Garde wegdenken und bin so froh, dass alle da sind. Nee, es ist echt schön. Ja. Und was habt ihr euch so für die Zukunft vorgenommen mit eurer Garde? Geht ja jetzt erst richtig los. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir eine Turniersaison tanzen. Genau. Und bei uns steht halt das Team an erster Stelle und wir wollen halt einfach so für das Team auf die Bühne gehen. Also, dass wir halt einfach noch mehr Teamgeist so sammeln. Und das in Düren hat uns schon sehr, sehr viel gebracht und uns auch echt nochmal zusammengerückt. Und dann hat man gemerkt, okay, wofür macht man das alles? Und wir wollen halt diese Gefühle und Emotionen und Erfahrungen weitersammeln. Ja, und dann vielleicht natürlich auch leistungsmäßig unser Ziel, irgendwann mal eine norddeutsche Meisterschaft, vielleicht sogar auch eine deutsche Meisterschaft zu erreichen. Wir wollen nicht ganz oben auf dem Podest stehen, aber wir wollen. Nee, ich meine, nicht den Podest. Wer weiß, aber nee, erstmal. ja, genau. Sehr schön dabei zu sein. Ja, sehr cool. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg in den nächsten Jahren und dass ihr eure Ziele da erreichen könnt. Und ich bin mir sicher, man hört noch viel von euch. Ja, gerne. Danke euch.